Hallo und herzlich willkommen zu dieser schönen Tour, die wir in dem Raum zwischen Würzburg und Frankfurt gemacht haben. Hier zeige ich gerade mal mit der Maus Frankfurt. Die Tour lag circa 60 Kilometer östlich von Frankfurt und 50 Kilometer nördlich von Würzburg. Ja, wir sind gestartet in Gemünden. Das liegt am Main. Das ist eine ziemlich nach Norden hingezogene Schleife. Und sind dann durch dieses Sinntal mit dem Zug bis nach Jossa gefahren. Das sind so circa 15, 20 Minuten mit dem Zug. Und von Jossa, Entschuldigung, sorry, sind wir dann mit dem Rad auf die in Richtung Bahntrasse. Das ist der Rhön-Express-Radweg. Werde ich nachher noch einblenden. Da gibt es jemand, der hat eine tolle Internetseite. Ja, und hier nach 18 Kilometer haben wir dann eine Mittagspause eingelegt. Ja, jetzt muss ich gerade mal gucken, wo das denn noch war. Das müsste Bad Brückenau gewesen sein. Ja, dort haben wir dann in einem schönen Restaurant zum Mittag gegessen. Und von dort aus ging es dann weiter über Windflecken Richtung, jetzt muss ich gerade mal wieder schauen, das war gerade Bischofsheim, genau, beziehungsweise kommt noch. Ja, hier in etwa auf der Karte war der höchste Punkt der Strecke. So circa 650 Meter hoch. Dort oben links in der Ecke seht ihr noch das Truppenübungsplatz in der Rhön. Genau, und jetzt kommen wir langsam nach Bischofsheim. Genau, dort haben wir dann noch in dem schönen kleinen Altstädtchen mitten am Markt lecker Kaffee und Kuchen getrunken. Ja, und von dort aus sind wir dann die restlichen circa nochmal 20 Kilometer, insgesamt 62 Kilometer bis nach Neustadt an der Saale weiter geradelt. Das geht übrigens dann von dem netten Örtchen Bischofsheim immer entlang an der Brent. Ist wohl auch, glaube ich, so eine Art Bahntrasse. Ja, hier seht ihr schon, dort sind wir jetzt auf der Karte in Bad Neustadt angekommen und ja, dort eingezeichnet, beziehungsweise zeige ich euch gerade auf der Karte unser Hotel. Ja, hier seht ihr gerade den Bahnhof. Wir sind so um 11:30 circa dann mit dem Zug, wie gesagt, in Richtung Jossa gefahren. Man kann natürlich auch mit dem Fahrrad von Gemünden am Main, wo die Sinn in den Main fließt, mit dem Rad radeln. So, hier noch ein Foto in Jossa. Ich mache noch ein Foto von dem schönen alten Bahnhofsgebäude. Das fand ich ganz nett. So, alles klar. Also einmal links rum Richtung Landstraße. Ein Stück bleibt uns leider erstmal nicht erspart. Das ist leider so. Halt. Ups, Moment. Handy wieder wegpacken. Boah, stinkt hier aber. So. Okidoki. Ja. Ja, im Bild Kommt seht ihr gerade ein Bild. übrigens meinen Schwager Klaus, den werdet ihr dann auf der Tour auch noch ein bisschen besser kennenlernen. Alles klar. Ja, in Gjosa ist es allerdings ein bisschen blöd, jetzt die Bahntrasse bzw. den Radweg zu erreichen vom Bahnhof aus. Ihr seht, man muss da einen ziemlichen Umweg fahren. Ja, prima. Okay. Dass sie nicht vom Bahnhof aus mal ein bisschen besser beschildert haben. Jetzt
Ja, ich habe gerade übrigens nochmal nachgemessen auf Google Maps. Also von Gemünden am Main bis nach Jossa mit dem Zug, das war jetzt allerdings Luftlinie, sind es so circa 20 Kilometer. Also die könnte man natürlich die ganze Tour auch noch mit dem Fahrrad machen und verlängern. Ah ja. Ja, hier oben seht ihr jetzt natürlich das Viadukt von der Hauptstrecke. Das fühlt sich schon mal nicht schlecht an. Links abbiegen, dann leicht rechts abbiegen. So, wo geht's jetzt lang? Hier, ne? Ja, jetzt spule ich mal ein bisschen vor. Ja. Jetzt rechts abbiegen auf Nebenstraße, danach scharf links abbiegen. So, hier ist jetzt auch noch immer noch nicht wirklich der eigentliche Radweg. Wie gesagt, der Radweg geht eigentlich, wenn man jetzt... Folge dem Weg 1,6 Kilometer. Wenn man jetzt die Kamera, ihr wisst ja, das ist ein 360-Grad-Video, hier nach rechts schwenken würde, gegenüber. Wir radeln hier übrigens immer der Sinn entlang, also durch das Sinntal. Und wie gesagt, auf der rechten Seite von hier aus gesehen, verläuft eigentlich der Radweg auch am Wald entlang. Aber ja, wie schon gesagt, eingangs leider kommt man vom Bahnhof da ziemlich schlecht hin. Oder wir hätten erstmal in entgegengesetzter Richtung auf der L2304 heißt die. Habe ich auch noch nicht erlebt, dass es eine Landstraße mit so einer langen Nummer gibt. Ja, hätte man dann ein Stückchen in Richtung Dittenbrunn, das ist der Hof Dittenbrunn, radeln müssen, um dann auf den schöneren Teil des Sinntalradweges zu gelangen. Ja gut, wir schlagen uns jetzt hier allerdings ein bisschen, es sind ja auch relativ gute Radwege, die hier parallel der L2304 führen. Und die Hauptbahntrasse, wie gesagt, wo wir in Jossa ausgestiegen sind und unsere Tour gestartet haben, ist auch eine zweigleisige Hauptmagistrale. Das Ganze geht dann erst einmal in Richtung, kann man sagen, Richtung Norden von der Bahntrasse her. Und zwar wäre das dann Sterbfritz. Ich weiß nicht, ob ihr den Ort kennt. Aber so grob gesagt. Verdammt. Ja, ging ziemlich bergauf. Da habe ich aber bald den Akku leer, du. Ja, also so. Das ist unglaublich. So grob gesagt. Aber die ist richtig. Ja, wir hätten auch geradeaus fahren können. Die Tour wird angepasst. Ja, also wie gesagt, es geht dann so in die Hauptrichtung, Richtung Fulda. Aber das trennt sich dann auch noch, wie gesagt, bei dem Örtchen Schlüchtern. Da ist dann auch noch die A66. Dort trifft dann die Bahntrasse. Die Tour liegt rechts von dir in 140 Metern. Auf eine noch größere Hauptbahntrasse. Ja. Ach da. Die Route konnte nicht angepasst werden. Wirf einen Blick auf die Karte, um zur ursprünglichen Tour zurückzukommen. Ja, Komoot lasse ich hier auch immer mal ein bisschen zwischendurch zu Wort kommen. Und jetzt spule ich erstmal wieder ein bisschen vor, weil wie gesagt hier auf der Landstraße ein Stückchen ging es lang. Und jetzt trennen wir uns wieder von der Landstraße. Ja, hier am Wegesrand, so ein schönes altes Häuschen. Das sind ja hier auch noch teilweise so ein bisschen die alten Bahnen. Zeitlofs, genau, Bad Brückenau, richtig. Die alten. Ja, jetzt wird's schön. Genau, jetzt wird die Strecke ein bisschen schöner und ruhiger vor allen Dingen. Ja, wie gesagt, es sind dann noch so ein bisschen so die Zeitzeugen von der ehemaligen Bahntrasse. Leider ist das hier auch noch nicht die eigentliche Bahntrasse.
Ihr werdet es schon noch sehen und eindeutig erkennen, wenn wir dann wirklich auf die eigentliche Bahntrasse treffen. Ja, wie gesagt, hier zum Beispiel waren gerade ein paar Schienen zu sehen, konntet ihr gerade noch erkennen, von der ehemaligen Bahntrasse, die dann über Bad Brückenau, dann weiter über Wildflecken, vermutlich weiter bis nach Oberweißenbrunn und dort wahrscheinlich auch wiederum eine Trennung in Richtung Nordwesten und von dort aus, von Oberweißenbrunn, dann wieder in Richtung Osten, jetzt links auf Fahrradweg, weiter in Richtung Bischofsheim. Ja, jetzt kommen wir, glaube ich, hier an der Stelle bei Zeitloft. Aha. Jetzt sind wir auf der richtigen Bahntrasse. Genau. Das ist jetzt die... Das ist die eigentliche Trasse. Genau. Folge dem Weg 1,7 Kilometer. Ja, hier mal eingeblendet von dem Herrn Bartoschek. Bahntrassenradeln. Der hat eine sehr schöne Seite. Ist nur mal so ein Tipp für euch am Rande. Kann ich euch wärmstens empfehlen. Wie ihr seht, dort hat er statt Sterne 4 Fahrräder für den Rhön-Express-Radweg vergeben. Ja, und wir sind jetzt hier auch unterwegs auf dem Rhön-Express-Radweg. Ja, wie gesagt, in Richtung Bad Brückenau, wo ich unser Mittagessen geplant habe. Ja, dort gab es dann eine Sintor, hieß das, glaube ich. Ein nettes Restaurant. Ich habe das zuvor alles ein bisschen, sage ich mal, online schon recherchiert gehabt und auch vom Zeitplan her. Man kann das ja ganz gut mit Google alles herausfinden und mit Google Maps kann man sich das auch alles anschauen. Selbst in Komoot poppen ja auch schon mal, wenn man reinzoomt und eventuell mal eine Gastronomie sucht, einiges auf. Ja, weil ich, wie gesagt, um 11:30 sind wir ja mit dem Zug los bis nach Jossa und 20 Minuten circa, sodass wir da so gegen 12 Uhr losgefahren sind. Leider haben wir uns dort noch ein bisschen verfahren, weil ich in Komoot ein Routenstückchen geplant hatte, was es so nicht wirklich gab oder schwierig zu finden war. Ja, hier seht ihr gerade den Zettel von meinem Zeitlaufplan und Kilometerlaufplan, weil ich auch unterwegs nochmal zur Sicherheit vorhatte, die Buchungsbestätigung da am Siebener Park, nannte sich das Restaurant, und zwar in dem Örtchen Bad Brückenau, dort nochmal zur Sicherheit nochmal nachzuhaken. Okay. Ja, hier war eine schöne Bank. Schön. Kleine Pause. Die Ruhe hier. Genau, die Ruhe ist wirklich schön. Also von da aus habe ich dann nochmal auf meinem Zettel, hatte ich ja sämtliche wichtigen Telefonnummern, sodass ich also zwischendurch auf der Tour nochmal die verschiedenen Stationen angerufen habe und mich versichert habe, dass meine Reservierung und Buchung dann auch klappt, beziehungsweise hier, wie gesagt, am Siebener Park, am Sintor, da wir uns ein bisschen verfranst hatten, wie gesagt, in Jossa, was ich vorhin gerade angedeutet hatte, den Weg, den ich in Komoot geplant habe, gar nicht richtig gefunden haben und also, wie gesagt, dann da auf der Landstraße einen kleinen Schlenker fahren mussten. Ja, unterwegs, wie gesagt, nochmal dort angerufen, weil sich dann so circa eine halbe Stunde alles nach hinten verschoben hat, sodass wir da bei dem Restaurant erst so gegen 13:15 Uhr ankamen, um uns zurückzuversichern, dass wir da auch noch dann unser Plätzchen bekommen. Ja, ihr seht, die Bahntrasse ist wirklich sehr schön. Wie gesagt, von dem Herrn Bartoschek, Bahntrassenradeln, müsst ihr mal in Google eingeben, werdet ihr finden.
Der Dok. Oh, ja. Radweg zu Ende, Klaus. Genau. Ja, hier war dann mal eine Baustelle. Ja, wo müssen wir jetzt lang? Jetzt links halten. Auf dem ersten Blick ist nicht immer direkt ganz klar, wo geht's jetzt eigentlich weiter mit dem Radweg. Geht jetzt der Radweg da weiter oder hier? Weil man nicht. Da, ne? Weil man nicht immer direkt auch noch hier die Schildchen echt scheiße hier im Blick hatte. Ja, das war dann mal mein Live-Kommentar dazu. Aber wie ihr seht, wir haben dann doch den richtigen Radweg gefunden. Denn ihr seht auch, ne, der Radweg schwenkt hier dann auch ein bisschen ab von der Hauptstraße, von der Landstraße, was natürlich deutlich angenehmer ist. Ja, hier haben wir sie wieder rechts von uns, aber hier müssen wir sie auch queren. Ja, was wollte ich noch erzählen? Okay, also wie gesagt, bei dem Herrn Bartuschek googeln, nachgucken, findet ihr ganz tolle Bahntrassen, die zu Radwegen umgebaut wurden. Er vergibt für ihn aus seiner Sicht am besten, tollsten, schönsten Radweg dann 4 Fahrräder. Man könnte das wohl mit Sterne gleichsetzen, 4 Sterne oder eben weniger. Ja, hier nochmal ein altes Schranken- oder Bahnwärterhäuschen, gerade an der Strecke. Hier auch nochmal eins. Ja, also wir fanden die Bahntrasse hier im Sinntal wunderschön. Glück. So, warte, dann fahre ich mal vor. Hier sind wir jetzt auch schon in Bad Brückenau angekommen. Turnverein. Hier müsste das ja sein. Aber wo ist die Einfahrt? Ja, am PC, in Google Maps oder bei Komoot in der Satellitenansicht sieht alles viel einfacher aus. Hier rechts rein, da siehst du schon die Türmchen und da sind die Sitzplätze für uns. Genau. Genau. Da ich das natürlich in Corona-Zeiten lieber draußen sitzen möchte. Ja, habe ich dir doch gesagt, heute ist Schnitzeltag. Und zudem. Oh, da können wir nämlich, die hat gesagt, die Räder hier im Blick. Ja, können wir uns hier hinsetzen. Ich stelle meins mal hier hin. Hä? Ja. Tja, aber Klaus, außer Startschwierigkeiten am Bahnhof habe ich schon einiges, glaube ich, ganz gut ausgesucht. Nee, das ist toll, dass wir jetzt nicht suchen müssen. Nee, ja, deswegen habe ich ja alles schon ein bisschen geplant. Hallo, liebe Fahrradkanalfreunde. Ja, wir sind jetzt hier an unserem ersten Etappenziel am Siebener Park Restaurant. Und wie ihr seht, machen wir jetzt hier ein schönes Päuschen. Ja, das ist ein schönes Gartenlokal, ein schönes Bächlein und eine tolle Aussicht, denke ich mal. Ne? Ja. Das ist jetzt hier nach ca. 20 Kilometer. Ja, wie ihr seht, ein sehr schönes Bett. Jo, ich hoffe, mein Ton kommt an. Ja, dann bis später. Die Kamera anschalten. Für die Doku. So, dann. Ja, eigentlich müssten wir bei dem nächsten Kaffeestopp dann, glaube ich, die stetig bergauf fahrende Strecke zu Ende haben. Also, dann müssten wir so die 600 Meter haben. Ja. Tschüss. Oi. So. So, links und dann, ja. Ja, das war mal der O-Ton für euch. So, dann gucke ich. Ja, so, dann gucke ich mal auf den Plan. Also. Bei
Kilometer 41,8. Da sind wir dann in Bischofsheim. Okay. Genau. Ja, bei 41,8 laut meinem Komoot-Plan erreichen wir dann in Bischofsheim unseren wohlverdienten Kaffee mit Kuchen. Bei 37,8 Kilometer, das ist dann, wie gesagt, so circa 3-4 Kilometer vor Bad Bischofsheim. Da erreicht man so den höchsten Punkt auf der Strecke. Das sind dann so 653 Meter laut Komoot. Ich glaube, irgendwo war es, glaube ich, sogar 650, so in dem Dreh. Ja, hier ist, glaube ich, über uns auch gerade die Autobahn. Ich meine, das müsste die A7 sein. Die von Norden nach Süden, genau, ich habe gerade nachgeschaut. Das ist die A7. Haben wir gerade unterquert. Ja, also es geht jetzt nochmal rund 40 Kilometer. Quatsch, 20 Kilometer. Bis nach Bischofsheim von Bad Brückenau. Das ist dann unser nächstes Etappenziel. Und in Bad Brückenau, in Bischofsheim haben wir dann natürlich auch unseren höchsten Punkt hinter uns gebracht. Und von da an geht es eigentlich dann entlang der Brent. B-R-E-N-D geschrieben, die Brent entlang. Runter bis nach Bad Neustadt an der Saale. Das ist nicht die thüringische Saale oder wo auch immer die Saale, die bekannt ist. Ich glaube, das müsste im Osten sein. Die Saale, die jeder kennt, das ist die fränkische Saale. So, hier ein Boxenstopp. Klaus. Klappt das? Kannst du mich hören? Wink mal. Kleiner funktechnischer Spaß. Wie gesagt, die nächste Kaffee-Station. 10 Kilometer. Ja, nö, gar nicht mehr so. Also nach, wenn mein Tacho stimmt. Jetzt haben wir 33,5. Und die Tappenstück wäre dann nach 41,8. Also 20. Ja, gut. Noch knapp 10. Aber dann müsste auch, glaube ich, der Höhepunkt erreicht sein. Aha. Wer sagt's denn? Ja, auf diesem Stein war ein aus Stein gemachter Biber zu sehen. Und darauf stand einiges. In den 90er Jahren zeugt von erstmals abgeleiteten zweigestrüppelten und wischenden Stammstücken mit eindeutigen Lagerstücken von der Anwesenheit eines Biebers in der Nordwesten. In den Jahren war dieses Gebiet dann dauerhaft besiedelt. Die Flächen dieses Bibergeweers befinden sich größtenteils im Sitz des Kulturschutzzentrums. Toll. Sehr toll. Ja. Das hier ist auch recycelter Kunststoff. Sieht man an den. Guck, da ist der Biber da. Ja, habe ich gesehen. Habe ich jetzt ein Foto gemacht. Toll. Muss ich auch mal Foto. Ja, mach mal. Machen. Tja, das war unser kleiner interessanter Zwischenstopp. Ja, ich glaube, mein Schwager so. Klaus, der hatte da mal vorgelesen, was da auf der Tafel stand. Aber ich glaube, es ist nicht tontechnisch wirklich gut angekommen. Für den Fall nicht. Wie gesagt, der verschwundene Biber ist hier wieder eingekehrt oder angesiedelt worden. Und ja, das war's eigentlich. Und die Bank habe ich gesehen, da ich spritztechnisch früher auch mal Formen gebaut habe für Kunststoffformen. Ja, man konnte sehen, dass die Bank auch aus recyceltem Kunststoff. Hier müssten wir links zum Café. Gemacht wurde. Mhm. Ja, durch die Altstadt, beziehungsweise, aber das kann ja hier noch nicht sein. Wir müssten ja bei Kilometer 41,8
Jetzt habe ich gerade 35, ja gut. Die fahren alle ein bisschen anders, aber der Radweg, der endet hier, die Bahntrasse. Und ich habe die bestmögliche Umfahrung eigentlich hier rausgesucht. Ja, schauen wir mal. Weil da kommt man ganz blöd weiter. Das kommt drauf an, wo man hin will. Ja, wie ich es gerade schon angedeutet habe. In 60 Metern geradeaus auf Bahnhofstraße. Jetzt geradeaus auf Bahnhofstraße. Ist das alles immer nicht so ganz einfach. Ich glaube, das müsste hier das Örtchen Wildflecken sein. Da die Bahntrasse jetzt hier irgendwie nicht wirklich weiter ging, beziehungsweise ging schon noch ein Stückchen weiter, aber ja, um dorthin zu gelangen, wo wir hin wollten, wäre das wieder eine blöde Umfahrung gewesen und ich habe dieses Eckchen dann einfach mal abgekürzt, weil sonst hätte man so eine Spitze fahren müssen. Deshalb war ich etwas verwirrt, hatte es nicht mehr ganz so auf dem Schirm, aber dafür hat man ja Komoot. Ja, hier ging es dann auch noch mal richtig heftig bergauf. Ja, der höchste Punkt liegt ja noch quasi vor uns. Jetzt sind wir so schon in etwa auf 500 Meter Höhe. Und ihr seht ja, links von uns ist dann auch wieder die Landstraße hier. ja, wir nähern uns jetzt in großen Schritten, wie gesagt, der 650 Meter Marke. Ja, übrigens zur Linken hinter diesen Wäldern dort müsste dann die Rhön-Kaserne liegen. Zumindest sehe ich das hier gerade. Ist ein riesiger Truppenübungsplatz. So, Bischofsheim, wir kommen. Genau, Bischofsheim, wir kommen. Wie gesagt, ein riesiger Truppenübungsplatz mit einer sehr großen Kaserne. Also man kann das auf der Karte sehen, sowohl in Komoot als auch in Google Maps. Ja, und wir haben auch hier schon, glaube ich, in etwa den höchsten Punkt jetzt hinter uns. Wie gesagt, so 660 Meter, gucke ich gerade hier in Komoot nochmal nach. Ja, hier, das müsste jetzt diverse Vororte sein. Ich gucke gerade, Frankenheim müsste das gewesen sein. Genau, das ist dann so bei Kilometer 40. Und bei, ja, hier sind wir dann auch schon in Bischofsheim angekommen. Hier ist es schon. Genau, wunderschön, Café Voss. Dann gucken wir mal da unten. Ne? Habe ich übrigens auch online geplant und habe dann auch telefonisch nochmal von unterwegs angerufen. Wegen Wahlreservierung, aber da ist die nette Bedienung nicht unbedingt konkret drauf eingegangen. Sie meinte nur, ja, da finden wir schon noch ein Plätzchen. Ja gut, die ganze Logistik ist natürlich ein bisschen aufwendiger zu Corona-Zeiten. Ihr seht hier meinen Schwager sitzen, hier unsere beiden Fahrrädern, meine VD-Taschen, die blauen. Wunderschönes Örtchen, kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Übrigens gut auch für E-Bike-Fahrer, denn hier hinter mir im Rücken, das waren nämlich die Fächer, wo man den Akku reintun konnte, kostenlos laden und ein Schlüssel dran war, um das Fach dann auch abschließen zu können, um zum Beispiel dann auch die Stadt zu besichtigen. Ja, hier hinten seht ihr jetzt neben dem grünen Spiegelglas rechts davon, dort kann man noch die Kästen sehen für die Fahrradakkus zum Laden. Ja, hier links das wunderschöne Café. Ja, etwas blöd ist ein bisschen die Straße mit dem Verkehr, aber dafür ist die Kuchenauswahl ganz hervorragend und der Kaffee auch sehr lecker. Kann ich nur empfehlen. Also hier links, da ist das Schild.
Wenn der jetzt vorbei ist, dann können wir los. Hast du gedacht? Da kam nämlich dann noch der Bus. Den haben wir dann auch noch vorbeigelassen. So, und jetzt geht's weiter in Richtung, grob gesagt, Richtung Osten. Entlang der Brent, wie gesagt, schon die Brent, buchstabiert B-R-E-N-D. Also Bertha, Richard, Emil, Nordpol, die D wie Dora. Genau. Ja, übrigens auch sehr schön. Hier geht es dann wieder auf den separaten Radweg, zum Glück. Also eigentlich abseits von der Landstraße erstmal wieder ein größeres Stück. Von Bischofsheim sind es, wie gesagt, von... Da ist das Haus Barbara. Ja. Guck mal da links. Ja, das fand ich ein bisschen witzig. Oh, das riecht aber lecker. Das ist ja gemein. Ja, Barbara, weil die Frau von meinem Schwager heißt Barbara, meine heißt auch Barbara. Deswegen fanden wir das ein bisschen witzig und kurz drauf waren, wie gesagt, an dem Haus dann auch Leute am Grillen und das roch so super lecker. Da kriegte ich, trotz dass ich gerade Kuchen gegessen hatte, schon wieder Hunger. Ja. Hä? Wolltest du Foto machen? Das müssen wir machen. Da hast du recht. Toll, ne? Ja, hier haben wir ein paar ganz tolle Esel gesehen. War wohl Mama, Papa mit Jungtier im Hintergrund. Werdet ihr gleich sehen. Ganz hervorragend, ganz süß. Und nee, sind die süß. Hä? Ja. Ja, die sind echt schön. Guck mal. Ich finde die total witzig. Hallo. Ja, du bist aber ein Schöner. Ja, was jetzt natürlich Männlein und Weiblein ist. Also wie gesagt, im Hintergrund, das könnte das Jungtier von den beiden sein. Ich nehme mal an, das ist im Vordergrund Männlein und Weiblein. Ja, wir hatten dann noch eine Bewohnerin, die kam da gerade mit ihrem Hund zum Gassi gehen und die haben wir noch gefragt, ob das denn jetzt irgendwie Nutztiere oder hier bei irgendeinem Schausteller oder Zirkus, und die sagte, nee, das wäre eine nette Dame, die hätte da die Wiese und hat dann eben die Esel dahingestellt. Fanden wir total schön, also die mussten nicht schuften oder irgendwas tun, die durften da einfach den Rest ihres wohl hoffentlich noch langen, schönen Lebens einfach verbringen. Ja, wir sind wie gesagt hier jetzt fleißig weiter auf dem Weg in Richtung Bad Neustadt. Wie gesagt, von Bischofsheim aus sind das dann nochmal 20 Kilometer. Geht jetzt allerdings auch wieder teilweise parallel einer Bundesstraße, und zwar der B279. Und wir kommen da noch durch Schönau an der Brent. Ich glaube, das war das, glaube ich, mit dem Eselchen schon. Oder das kommt noch, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ja, wie viele Kilometer haben wir jetzt? 60. Ja, jetzt haben wir 60 Kilometer laut meinem Fahrradtacho. Liegen wir ja gut in der Anzeige. Das dürfte dann schon so kurz vor weiter geht's Bad Neustadt sein. Ja, ein kleines Problemchen hatte ich dann doch noch mit meinem Tablet, auf dem ich das Komoot als Navi immer benutzt habe. Eigentlich ist der Radweg sehr gut ausgeschildert im Großen und Ganzen. Aber ich bin immer ganz froh, wenn es dann doch mal ein bisschen knifflig ist, dass ich einfach noch mal gucken kann. Manchmal suche ich mir in Komoot auch einfach noch eine, wie ich finde, etwas schönere oder bessere oder flachere Strecke aus. Ja, leider hat es irgendwie gemeckert und gesagt, ich habe kein GPS-Signal. Gut, das liegt ja dann nicht an Komoot, das liegt dann einfach an dem Tablet, an der Elektronik.
Und ja, auf jeden Fall habe ich es dann nicht mehr wirklich so richtig am Laufen gekriegt und deswegen mussten wir hier auch so ein bisschen improvisieren, sind eigentlich nicht so in die Stadt reingefahren, in die Altstadt, weil wir mussten eigentlich, habe ich das so gelegt, dass ich zum Hotel auf dem Weg durch die Altstadt fahren musste, damit ich hier bei dem Italiener, Super. hatte ich eigentlich auch per E-Mail einen Tisch So, dann reserviert. ist doch auch klar. Ja, und ich hatte aber reingeschrieben, dass wir noch mal kurz vorbeikommen, um genau zu Und ihr sagen. sagt hier runter. Genau zu sagen zu können, wann wir denn auch da sind. Ja, hier ist jetzt die Altstadt von Bad Neustadt. Und hier geht es jetzt in Richtung unseres Hotels. Sehr schöner, Alles gut. netter, alter Ortskern. Ja, ich wollte jetzt nicht wieder am Handy reinfummeln. Genau. Ja, hier ist natürlich ein bisschen Pflasterstein angesagt, obwohl das ging noch. Und da kommt noch ein schönes altes Stadttor von wahrscheinlich ein Überbleibsel von der Stadtmauer. Inwieweit jetzt hier noch alte Reste der Stadtmauer erhalten sind, haben wir jetzt so nicht mehr uns angeschaut. Aber wer mag, kann natürlich die Stadt mit Sicherheit hat das Städtchen da noch einiges zu bieten. Ja, hier sind wir jetzt auch raus wieder aus der Altstadt, aus dem alten Geradeaus. Altstadtkern und wir waren, wie gesagt, in dem Hotel. Ja, genau. Nach rechts abbiegen, Jetzt muss ich um gerade an noch mal der Stadthalle gucken. zu bleiben, dann Residenz. links abbiegen. Ja, das Hotel nannte sich Oh, hier. Residenz. Links abbiegen, dann links abbiegen. Da ist es schon. Ja, ich habe dann, wie gesagt, Google Hier Maps. ist es. Links abbiegen, dann erreichst du das Ziel. Ja, Sind wir schon da? Google Maps Ich weiß bemüht. nur nicht, wo der Eingang ist. Genau, mit dem Hä? Eingang. Kann sein, dass hier vorne der Eingang ist. Wir gucken mal. So, dann gucken wir mal. Haupteingang, ne? Ja. Ja, dann hätten wir uns auch getroffen. Ah ja. Prima. Ja, dann müssen wir in Ruhe Alles gut. abmachen. So, das ist jetzt der Ende von Teil 1 von 2 von unserer Übernachtungstour in der Rhön. Ich sage dann mal bis gleich im Teil 2.